Die Inflation wird nach unten gehen, ist schon auf dem Weg nach unten, also wird die Fed absehbar die Zinsen senken. Entspannt euch, macht euch locker, lasst uns eine Party feiern, lasst uns die Fed Pivot Rally feiern. Die ist vor allem seit Ende letzten Jahres, seit Jahresbeginn so richtig am Laufen. Vor allem die Tech-Werte, die immer dann profitieren, wenn die Zinsen niedrig sind oder eine Aussicht auf niedrigere Zinsen bestehen, sind durch die Decke geschossen. Und diese Fed Pivot Rally Anhänger haben dann natürlich auch auf die harten Daten der Inflation verwiesen, haben gesagt, guckst du, wir haben doch im Dezember -0,1% zum Vormonat gehabt. Der Trend ist ganz klar. Es geht mit der Inflation deutlich nach unten. Das Problem hat sich bald erledigt. Aber heute wurden diese Daten aus dem Dezember wie auch aus dem November nach oben revidiert. Und so wurde aus diesen -0,1% im Dezember wurde plötzlich +0,1%. Okay, ist jetzt auch nicht die ganze Welt, aber es ist eben nicht fallend, sondern weiter steigend. Und vor allem dann auch der Vormonat wurde nach oben revidiert, also der November, also zwei Monate mal eben nach oben revidiert. Und damit ist im Grunde diese ganze Fed Pivot Rally für die Katz, dieses Mantra der Disinflation, das Paul ja in die Köpfe der Wall Street letztendlich verpflanzt hat, und das steht auf immer wackeligeren Beinen. Schauen wir uns hier die ganze Geschichte mal an. Man hatte dann eben auch für den November von +0,1 auf 0,2% nach oben revidiert, wie heute aus Washington bekannt wurde. Und das war ja eigentlich die Basis, naja, die Inflationsdaten, die sind relativ gering, also komm, das Thema hat sich doch erledigt. Jetzt aber hat sich irgendwie der Wind gedreht. Plötzlich ist alles anders, wir sehen steigende Anleiherenditen, wir sehen einen steigenden Dollar, wir sehen heute wieder fallende Aktienmärkte, so wie gestern auch. Was ist denn da passiert? Was hat sich da geändert in den Köpfen? Nun ja, man könnte sagen, die Märkte nehmen jetzt langsam ernst, was die Fed sagte. Das tut zumindest Larry Summers, der ehemalige Finanzminister, der nochmal sich heute zu Wort gemeldet hat und gesagt, also so wie es derzeit läuft, werden wir die Inflation nicht auf 2% nach unten kriegen. Warum, will ich Ihnen gleich mit vielen Statistiken, mit vielen Daten zeigen. Er sagt, das wird so nicht klappen und zitiert dann zum Beispiel auch den Plan von Biden, diesen Inflations Reduction Act und diesen Buy American Act, also dieses sehr protektionistische, was Biden ja faktisch an den Start bringt, was Trump groß angekündigt hat, aber nicht wirklich durchsetzen konnte. Biden ist sehr nett zu seinen westlichen Verbündeten, anders als Trump, aber er setzt jetzt das um, was Trump nicht wirklich umsetzen konnte. Das ist reinster Protektionismus, führt aber dazu, wie immer bei Protektionismus, dass die Kosten steigen, denn wenn ich etwas in Amerika produziere oder mindestens so und so viel Prozent in Amerika produziert werden muss, dann ist das in der Regel teurer, als wenn ich das irgendwo in einem Schwellenland produzieren lasse. Dementsprechend warnt Larry Summers vor diesen grundsätzlich strukturellen inflationären Tendenzen, die man eben nicht einfach wegkriegen kann. Und heute hat Thorsten Slock, ehemals der Deutsche Bank, jetzt bei Apollo, gesagt, also so wie es aussieht, dürfte die Inflation zwischen 4% und 6% bleiben. Die wird relativ sticky bleiben und hat hier verschiedene Parameter gezeigt, die zwar einerseits deutet nach unten, die anderen deuten aber unverändert weiter nach oben. Also das ist möglicherweise nicht so ganz einfach. Und jetzt kommt dazu, was ist Inflation? Das ist letztendlich Geldmenge plus Angebot minus Nachfrage. Hast du sehr viel Nachfrage, wenig Angebot, steigen die Preise? Hast du eine Geldpolitik, die massiv Liquidität ins System geschürt hat? Dann hast du die Voraussetzung für Inflation. Und jetzt haben wir die Voraussetzung für eine deutlich steigende Nachfrage. Die Aktienmärkte sind gestiegen. Jerome Powell hat sich so ein bisschen windelweich geäußert. Und jetzt Daten der Bank of America, die ja wahnsinnig viel weiß über Konsumenten, weil sie deren Kreditkarten hat. Kreditkartendaten genauer gesagt hat. Und hier sehen wir, dass jetzt die Konsumneigung der Amerikaner wieder deutlich nach oben geht. Das heißt, die Nachfrage steigt ganz deutlich. Damit verfestigt sich das Inflationsproblem. Der Jerome Powell ist ein Stück weit selber dran schuld. Und hier sehen wir mal die Löhne aus dem Dienstleistungssektor nach dem Wage Tracker der Atlanta Fed deutet weiter nach oben, überhaupt keine Drehung nach unten erkennbar. Also auch der Lohndruck dürfte weiter anhalten und all das führt an der Wall Street ein Stück weit zum Umdenken.
Die Bullen haben gesagt, naja, erstens, die Wirtschaft wird eine Rezession vermeiden. Und dann konnte man selbst auf den starken Arbeitsmarktbericht verweisen und sagen, ja, man sieht ja, dass da nicht viel passiert, aber wir sehen immer wieder, dass kurz vor einer Rezession die Arbeitslosigkeit rekordniedrig ist. Das war im Grunde fast immer so. Employment will remain strong, also ein starker Arbeitsmarkt wird bleiben. Die Profite, die Margen der Firmen werden gut bleiben und dann wird die Fed letztendlich dann auch von ihrer geldpolitischen Straffung absehen können. Das ist das, was die bullischen Investoren denken und wollen. Das, was die Fed denkt und will, um die Inflation in den Griff zu kriegen, ist etwas anderes. Sie braucht einen relativ starken Dollar. Sie ist nicht daran interessiert, dass der Dollar schwach wird, weil man sonst sich über die Importe, und die USA haben ja rekordmiserable Handelsbilanzdefizite, importieren also sehr viel mehr, als sie exportieren. Man holt sich also mit einem schwachen Dollar die Inflation ins Haus gewissermaßen. Man will Risikoprämien erhöhen, zum Beispiel zwischen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen oder Junk Bonds. Man will die Liquidität reduzieren und man will letztendlich niedrigere Aktienkurse. Man will keinen Crash, keinen Zusammenbruch, das sicherlich nicht, aber man würde gerne die ganzen Aktienmärkte kontrolliert runterfahren, wenn es gehen würde, auch wenn Paul mit seinen letzten beiden Auftritten diesen Eindruck nicht gerade bestärkt hat. Wir haben heute das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan gesehen und wir sehen, die Inflationserwartungen gehen wieder nach oben. Jetzt 4,2%. Im Vormonat waren es 3,9%, für heute 4,0% erwartet. Die Leute merken, die Preise ziehen wieder an. Das ist bei Gebrauchtwagen so, das ist teilweise bei Mieten so, das ist an der Tankstelle so, das erlebt man in vielen Bereichen. Die 5- bis 10-jährigen Inflationserwartungen relativ unverändert. Heute rausgekommen eine Analyse, die sagt, ja, also die Energiepreise haben für die Inflation in den USA nie wirklich die ganz, ganz große Rolle gespielt. Ja, okay, kann man darüber diskutieren, muss man sich die einzelnen Argumente anschauen. In Europa jedenfalls hat das eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Das sehen wir in den Daten, wenn wir da mal die Energie rausrechnen, als wir da diese ganz hohen Zahlen hatten. Und dann sieht das schon anders aus. Und in Sachen Energie, heute Russland ja gesagt, wir werden freiwillig ab März 500.000 Barrel pro Tag weniger produzieren. Das hat den Ölpreis deutlich nach oben gebracht. Der WTI ist gleich mal 3-4 Dollarchen gestiegen auf die Nachricht. Das natürlich latent inflationär. Ölpreis spielt schon eine große Rolle, spielt nicht mehr wahrscheinlich die Rolle wie noch in den 1970er Jahren. Und wir sehen übrigens jetzt an so Verhalten bei den Konsumenten in den USA, dass es da den unteren Einkommensgruppen schon relativ schlecht geht. Hier zum Beispiel Leute, die sich ein Auto kaufen, die kündigen sofort dann ihre Versicherung, weil sie versuchen einzusparen, wo es geht. Also diese Dinge, die Inflation trifft die Niedrigverdiener und dann kommt die Geldpolitik der US Notenbank, die versucht dagegen zu halten und das trifft dann die Geringverdiener dann wieder mal. Und was hat sich jetzt geändert an den Märkten, wenn wir jetzt diesen Sprung mal machen, meine Damen und Herren? Es hat sich geändert, dass die Fed ernst genommen wird von den Märkten. Wir sehen, dass die Terminal Rate Expectations weiter steigen, also die Erwartung, wo der Gipfel der Zinsen ist. Man nimmt die Fed plötzlich ernst. Vorher hat man gesagt, lass sie doch ein bisschen quatschen. Und ja, das war natürlich ein super Start in dieses Jahr. Nicht nur für Aktien, sondern auch für Anleihen, die ja im letzten Jahr so stark verprügelt wurde, vor allem die Anleihen. Aktien sind auch nicht so super gelaufen, aber besser als Anleihen. Jetzt gibt es viele institutionelle Investoren, die haben 60% Aktien, 40% Anleihen. Und für die ist das der beste Start seit 1991. Klar, mit dieser Fed Pivot Rally sind die Anleiherenditen gesunken, also die Kurse der Anleihen gestiegen und die Aktienmärkte sind gestiegen. Und Bank of America's Hartnett sagt jetzt und bringt hier ein sehr schönes Bild, kommt ein englischer Analyst, der in New York mit seiner Frau gelebt hat, zurück nach London und dann wird seine Frau gefragt, naja, was ist das Beste an London? Dann sagt sie Paris. Das bringt das Ganze auf den Punkt, was er meint, nämlich er sagt, das Beste an Aktien sind Anleihen, also die Bank of America empfiehlt jetzt in Anleihen zu gehen, Anleihen also zu kaufen. Und wir haben ja diese impulsive Rallye gesehen, auch ein Golden Cross gesehen, wie das in der Charttechnik heißt. Also das Schneiden des 50-Tages-Durchschnitts mit dem 200-Tages-Durchschnitt, das gilt dann als gutes Zeichen für die Märkte. Aber Tom McLellan, der einer der Götter ist sozusagen im Chartbereich,
Der hat sich das mal genauer angeschaut und hat gesagt, es gibt zwei Typen von Golden Crosses. Es gibt ein sehr positives und ein sehr negatives. Das, was wir jetzt gesehen haben, sei bisher eher Typ 1 und nicht Typ 2. Typ 2 ist sehr positiv. Wir werden sehen, wie es rauskommt, aber das wird am Markt durchaus ernst genommen. Und diese ganze Zockerei, die jetzt oben drauf gekommen ist, wir sehen, dass Privatinvestoren massiv gehebelt sind über Optionen und es sind auch institutionelle massiv gehebelt. Hier sehen wir mal den Anstieg von institutionellen Investoren in Sachen Optionen. Hier sehen wir, das ist deutlich nach oben gegangen, was das Call-Volumen betrifft. Die denken sich auch, hey, mit Optionen, da können wir mit relativ wenig Kapitaleinsatz ja richtig coole Sachen bewegen und da die Märkte eh nur steigen, nehmen wir natürlich nur Calls, keine Puts. Und das kann jetzt bedeuten, dass wir eine ganz, ganz große Enthebelung sehen, wenn plötzlich dieses Narrativ in sich zusammenfällt, dieser Fed-Pivot-Rally, Inflation kommt nach unten, dann sinken die Zinsen, gleichzeitig haben wir ein Soft-Landing, alles wird gut, die Margen der Unternehmen, die bleiben super, dann kann es ungemütlich werden. Ein bisschen ungemütlich ist es schon. Hier sehen wir mal die Chartmuster beim S&P 500, der Chart ist von gestern Abend. Und wir sehen, wir haben dann immer wieder so einen Sprung über eigentlich Widerstände. Dann denken viele, wow, das Ding ist jetzt durch, jetzt ist der Rallye angesagt. Und dann kommt die Drehung nach unten. Das ist ein Pattern, ein Muster, das wir im Jahr 2022 öfter hatten. Und bei dieser Rallye waren es zuletzt, vor allem seit Anfang Februar, nur die Dickfische, noch eine Apple, eine Tesla, eine Nvidia, wie sie alle heißen, die das Ganze hier maßgeblich getrieben haben. Viele andere Aktien oder die Marktbreite hat deutlich abgenommen. Wir kriegen ja teilweise sehr, sehr schlechte Zahlen in dieser Berichtssaison. Kommen wir nochmal zur Geldpolitik. In Japan, da gab es einen Schock geradezu. Es war eigentlich ein Kandidat auserwählt worden, der Kuroda nachfolgt. Der tritt im April zurück oder seine Amtszeit endet und Kuroda ist der Architekt dieser ultralaxen Nullzinspolitik mit Anleihekäufen, also mit Quantitative Easing. Und da war eigentlich ein Kandidat vorgesehen, der ziemlich so im Stile von Kuroda agiert. Jetzt aber ist ein anderer Kandidat gewählt worden, weil der ausgewählte Kandidat gesagt hat, nö, ich mache das nicht, denn Japan ist natürlich in einer horrenden Situation mit der Verschuldung. Wie willst du da die Zinsen anheben? Dieser Herr, der hat es jetzt gemacht, aber das ist auf jeden Fall möglicherweise auch ein Gamechanger für Japan. Wir sehen, dass der Yen heute deutlich aufgewertet hat und hier nochmal in Asien bleibend. China, hier sagt der Jörg Rehmer, seines Zeichens Chefvolkswirte der Commerzbank, überschätzt nicht das, was in China passiert in Sachen Wirtschaftsboom, denn das Wachstum wird in China langfristig, mittelfristig deutlich nachlassen. Die Arbeitsbevölkerung schrumpft, der staatliche Einfluss auf Privatunternehmen ist immer größer geworden und jetzt eben dann auch die Sanktionen, westliches Hightech, nicht nur die Amerikaner, auch die Japaner. Australier liefern kein Hightech oder nur bestimmte Sachen nur noch nach China. Das wird den Chinesen durchaus wehtun. Also das ist ein, wie ich finde, interessanter Gedanke. Wenn wir abschließend nochmal nach Deutschland kommen, sehen wir die Realrendite, also die abzüglich Inflation, Sie wissen, was gemeint ist. Jedenfalls sehen wir, dass eben der Kaufkraftverlust weitergeht. Wir haben jetzt seit 81 Monaten negative Realrenditen. Noch nie so lange in der Geschichte hatten wir das der Bundesrepublik Deutschland. Und jetzt stellt sich die EZB hin und sagt also, liebe Arbeitnehmer, liebe Gewerkschaften oder wie auch immer, verzichtet bitte auf allzu große Lohnforderungen. Jene EZB, die Inflation hat laufen lassen, das negiert hat, erst dann, als sie schon komplett gegen die Wand gefahren war, plötzlich umsteuern musste. Also das ist schon ein Treppenwitz der Geschichte, ähnlich wie bei den Amerikanern, die mal dann eben ihre Inflationsdaten, auf der die Rallye basierte, nach oben revidieren. Und in Deutschland bleiben, sehen wir hier, die zweijährige deutsche Anleiherendite erreicht den höchsten Stand seit 2008. Die Bank of America sagt, europäische Aktien jetzt untergewichten, denn wir werden hier auch Wachstumsprobleme sehen. Wir werden fallende Earnings Expectations sehen, richtig? Es ist sehr viel Optimismus, wenn man Radio hört, wenn man Fernsehen sieht, ja, Inflation, das Ding ist im Grunde gelaufen. Mensch, die deutsche Wirtschaft, die steht doch gar nicht so schlecht da, weil wir das Glück hatten eines milden Winters, aber die eigentlichen Probleme, die kommen noch und hier wird sich dann auch eben das durchfressen, was mit steigenden Zinsen dann verbunden ist, nämlich eine Verknappung der Liquidität. Nochmal kurz Europa insgesamt. Wir exportieren nach wie vor oder importieren nach wie vor sehr, sehr fleißig russisches Flüssiggas. Also Öl jetzt, manche Sachen nehmen wir von den Russen nicht mehr, gell, aber andere, die wir brauchen, die nehmen wir halt noch, gell. Also so richtig stringent ist es nicht. Wir haben jetzt etwa eine deutliche Zunahme nochmal gesehen im Jahr 2022. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ist ja Wochenende.
Erste Empfehlung, Dienstag, die Inflationsdaten werden natürlich extrem wichtig, gar keine Frage. Neue Berechnungsmethode, kann alles passieren, schlecht vorherzusagen, aber Bank of America sagt, das könnte jetzt der Wendepunkt der Aktienrally sein. Mal sehen, ob es so kommt, aber schauen Sie sich mal die Begründung an. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, Goldkorrektur, wichtige Entscheidung. Gold heute auch wieder etwas schwächer, der Dollar eben stärker. Und dann abschließend noch dritte Empfehlung, ich habe ein Interview gegeben bei dem Kanal Zocken oder Zaudern. Ich mache Ihnen den Link da unten rein, ist relativ kurz, sind Sie schnell damit durch. Da hat man angespielt auf das, was ich selber mal in einem Markenflüster getitelt habe, nämlich ob ich der Karl Lauterbach der Börse bin, und natürlich, ich bin der Permabär, der permanent warnt, ja. Und was ist passiert? Nichts ist passiert, gell? Es geht immer nur nach oben. Nein, also, drei Empfehlungen, das Interview, Link ist drin. Ich sage jetzt erstmal schönes Wochenende, wir sehen uns in alter Frische am Montag. Servus, ciao.